Die Swisscoi auf Patrouille. Die Grenze zu Serbien liegt nur wenige Kilometer entfernt und hier befindet sich auch das KFOR Camp Nothing Hill. Bewacht von Schweizer Soldaten in Rotation mit anderen KFOR-Nationen liegt Camp Nothing Hill in einem der sensibelsten Gebiete Kosovos. Der Zugang zum Camp wird streng kontrolliert, dient das Camp doch als Basis der schnellen Eingreiftruppe der KFOR im Norden. Die deutschen Einheiten begeben sich ebenfalls regelmäßig auf Patrouille. Außerdem betreiben sie eine Relaisstation in den Bergen unweit des Camps. Auf rund 1200 Metern über Meer betreibt die KFOR ein Außencamp, das zurzeit von Schweizern bewacht wird. Zu ihren Aufgaben gehört es, die in Sichtweite liegende Grenze zu Serbien zu beobachten. Hier Lima, Verbindungskontrolle, wie hören Sie mich? Kommen. Hier Foxhawk, ich höre Sie laut und deutlich, wie hören Sie mich? Kommen. Hier Lima, ich höre Sie auch laut und deutlich, Schluss. Der Auftrag der Swisscoi lautet, die Funk-Relais-Station, welche von den Deutschen betrieben wird, zu bewachen. Unangemeldete Besucher sind selten. Umso mehr werden sie von der Swisscoi in Augenschein genommen. Die Ladefläche ist leer, eine nähere Untersuchung unnötig. Zeitgleich trifft militärischer Besuch ein. Nur eine Routinekontrolle oder vielleicht der General auf Stippvisite? Viel besser. Post aus der Heimat. Nichts hebt die Moral mehr als Nachrichten von zu Hause. Ja, wenn man ein SMS von der Heimat bekommt, von der Freundin zum Beispiel, dann hört, wie es daheim so geht, wie es so läuft, Neuigkeiten bekommt, wie es alles so los ist, zu dem aber aufmuntern. Leider sind die Nachrichten, welche die Soldaten erhalten, nicht immer so erfreulich wie Briefe der Eltern oder der Freundin. Zwei Tage nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo ist es erstmals zu schwereren Zwischenfällen gekommen. Mehrere hundert aufgebrachte Serben haben zwei UNO-Kontrollpunkte an den Grenzübergängen zwischen Kosovo und Serbien überfallen und verwüstet. Die Grenzstation Jarinje wird von Serben gestürmt. Sie zerstören, was sie vorfinden. Um bei solchen Zwischenfällen eingreifen zu können, bewachen die Schweizer das Funkrelais in den Bergen. Der deutsche Lagerkommandant beim Grenzposten Larinje orientiert den Schweizer Infanteriezugführer über die aktuelle Lage. Fahrzeuge, die, wo markant ist, dass da mehrere bis 35 Jahre drin sind. Täglich fahren hunderte Autos und Lastwagen durch die wiederaufgebaute Grenzstation zu Serbien. Schönen guten Tag. Wie unterscheidet sich der Kosovo-Einsatz von einem WK in der Schweiz? Ja, der Hauptunterschied ist natürlich, dass wir uns vor allem im internationalen Rahmen bewegen. Sprich, wir sind in einer französischen Brigade, in einem deutschen Bataillon, einer österreichischen Kompanie unterstellt. Das sage ich, glaube ich, schon alles. Es ist für die Leute interessant, wie natürlich auch für mich auf Stufe Zugführer sehr, sehr wertvoll, ja, die ganze Erfahrung. Wertvoll ist neben einer funktionierenden Grenze auch der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. Dieser wird im Norden Kosovos mit seiner mehrheitlich serbischstämmigen Bevölkerung durch regelmäßige Fußpatrouillen hergestellt. Zusammen mit einer Übersetzerin zeigt die Swisscoi Präsenz und ist für Anliegen der Bevölkerung offen. Leposavic, eine Kleinstadt mit serbischem Flair. Für Ruhe und Ordnung sorgen. Dazu patrouillieren die Swisscoi-Soldaten durch die Straßen und Gassen. Zurück im Camp erwartet die Schweizer KFOR-Soldaten hartes Training. Zusammen mit Deutschen und Österreichern wird der Ernstfall geprobt. Das Zusammenspiel der Nationen.
geordnetes Vorrücken und sich zurückziehen. Diese Szenarien werden wieder und wieder geübt. Schulter an Schulter steht die KFOR für Frieden und Sicherheit im Kosovo und mit ihr die Swisscoi.